Es ist wieder passiert. Berichten der Sternpforte zufolge wurde in der Nähe der romulanisch-neutralen Zone eine Flotte von Schiffen gesichtet, welche sich selbst irdische Verteidigungsflotte nennen. Das Ziel dieser privaten Miliz ist es, Romulaner von Grenzübertritt und anschließendem Asyl abzuhalten. Es wurden bereits einige Trümmer romulanischer Frachter gefunden, dessen Zerstörung auf die Miliz zurückgeht. Im Vashti-System, wo derzeit ein Umsiedlungshub für Romulaner gebaut wird, aufgrund der kürzlich entdeckten Supernova im romulanischen System, wäre es fast wieder zu einem Blutbad gekommen. Eine Gruppe Flüchtlinge unter dem romulanischen Captain Bardock ist vor der Miliz geflohen und konnte im Vashti-System von der Intrepid Task Force beschützt werden. Berichten zufolge wurden in diesem Kampf 20 Schiffe mit einem elektromagnetischen Impuls der Verteidigungsflotte außer Gefecht gesetzt, wobei es zu keinen Verlusten gekommen sein sollte. Diese wurden anschließend verhaftet und zur Erde weitergeleitet. Nach den noch freien Schiffen, darunter auch noch deren vermutlicher Anführer Bellard, wurde bereits die Suche aufgenommen, welche sich in die neutrale Zone zurückgezogen haben sollen. Föderationspräsidentin Bako verurteilt diese Selbstjustiz und fordert alle Milizschiffe auf, ihre Unternehmungen an der Grenze zu unterlassen. Des Weiteren wurde für den romulanischen Umsiedlungshub ein neues Level an Solidarität erreicht. Über 100 zivile Schiffe haben sich im Vashti-System den Bauarbeiten unter Admiral Picard angeschlossen. Berichten zufolge war das der Grund, wieso der Kampf nicht weiter ausgeartet ist. Die asylsuchenden Romulaner vor Ort blieben dabei auch unverletzt und konnten zu schon bestehenden Kolonien transportiert werden. Somit verschärft sich jedoch weiter die politische Spannung der Föderation. Allerorts finden auch Demos gegen die EDM statt, welche dann wiederum von Pro-EDM-Demos gefolgt sind. Einige sehen hier drin eine Parallele zur Erdgeschichte des 20. Jahrhunderts, als die sogenannten Deutschen ihr Land nur für sich haben wollten, sowie auch Länder sogenannter minderwertiger Rassen und ruften mit ihrem totalen Krieg einen der drei Weltkriege der irdischen Geschichte hervor. Mehr zu diesen historischen Ereignissen finden Sie auf Geschichtskanälen bei unseren Kollegen. Diese sind unter diesem Nachrichtenvideo in der Beschreibung verlinkt. Das war es dann aber auch mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Nun geht es weiter mit den Space-Zahlen. Diese sind heute 45, 12, 77, 34, 56 und 90. Falls Ihnen diese kostenlose Spiele gefallen haben, können Sie auch gerne nächstes Mal wieder mitmachen, mit einem Einsatz von nur einem Barren goldgepressten Latinum. Zahlen Sie dafür einfach an einem Space-Zahlen unterstützenden Shop und gewinnen Sie so bis zu 800.000 Barren, sollten Sie alle Zahlen richtig haben. Aber auch schon bei einer richtigen Zahl können Sie bereits 8 Barren gewinnen. Pro weitere richtige Zahl kommt eine ganze Null hinter Ihren Gewinn dran. Sollten Sie aber derzeit nicht Zugang zu einem Wettbüro haben, da Sie zum Beispiel Teil einer Weltraumbehörde sind, wie der Sternflotte, müssen Sie sich darüber keine Gedanken machen. Ihr Einsatz von einer Barre wird einfach automatisch von Ihrem ausstehenden Föderationsgehalt abgezogen, weshalb alle mitmachen können. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder zu einem wöchentlichen Überblick eingeschaltet haben. Sind Sie auch nächstes Mal hier bei FNN wieder dabei, um über die hochaktuellen Themen der Föderationswelt im Bilde zu sein. FNN wünscht Ihnen noch einen angenehmen Tag.